Ich war mehrmals im Go for Peace Camp in Sarajevo. Es war für mich eine ganz andere Erfahrung, die habe ich nicht vorher so stark erlebt. Immer, wenn wir zusammen waren, aus so vielen Nationalitäten, war zwischen uns eine tiefe Freundschaft, eine Freude und geschenkte Liebe. Mein Herz war durch diese 10 gemeinsame Tage voller Freude. Aus dieser Erfahrung konnte ich ganz Jahr leben und sich freuen für das nächste Camp. Später, nach einem Camp, fuhr ich zu Meinolf nach Kamen. Ich habe ihm von dieser brennenden Freude in meinem Herzen erzählt. Wir haben auf einer Bank in der Sonne gesetzt. Meinolf ließ mich verstehen. Weißt du, diese Freude in deinem Herzen ist die Spur Jesu zwischen uns. Das haben wir wirklich erlebt. Du hast dich aus Liebe ganz verschenkt in dem Camp. Und die anderen Teilnehmerinnen haben das genauso getan. Und in dieser Beziehung ist auf einmal Jesu da, als echte Person. Mit unseren menschlichen Augen ist er nicht zu sehen. Aber du spürst seine Gegenwart an Freude, dem Frieden, der Geduld und an deinem brennenden Herzen. In diesem Moment des Verstehens füllten meine Augen mit Tränen. Es waren Tränen aus der Freude. Diese Erfahrung geht weiter in meinem Leben. Zum Beispiel gestern war bei mir ein junges Ehepaar, die jetzt in meine neue Pfarrei mir sehr nah sind. Wir haben einen sehr schönen Abend zusammen erlebt. Wir haben über unsere verschiedenen und starken Erfahrungen gegenseitig geredet. Auch in diesem Moment war Jesus spürbar zwischen uns. Wir haben verstanden. Wir müssen erzählen, was in unseren Herzen brannt. Ich bin mir sicher, auch du hast schon solche Erfahrungen gemacht. So, teil deine Erfahrungen. Share your experience. Mm-hmm.